BASF, nicht nur der größte Chemiekonzern der Welt, sondern auch der größte industrielle Gasverbraucher in Deutschland und dadurch besonders schwer von der Energiekrise betroffen. Eine 500 Milliarden Euro soll nun bis 2025 eingespart werden. Eine der logischen Konsequenzen könnte der Abbau von Arbeitsplätzen sein. Ah, das wird schon schlimm sein, ja. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Und ja, jetzt da irgendwie einen Job zu wechseln nochmal und nochmal von vorn anzufangen irgendwo, ist schon schwer. Wie ihm geht es vielen Menschen, denn die BASF ist einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. Laut aktuellen Zahlen ist der Gewinn des Unternehmens im letzten Quartal um rund 28% eingebrochen. Ja, generell ist Stellenabbau immer schlecht, aber ja, die Lage geschuldet, ist mir schon klar. Es ist halt jetzt eine andere Zeit, ja. Von den 500 Millionen Euro soll mindestens die Hälfte am Standort in Ludwigshafen eingespart werden. Aktuell sind dort 39.000 der insgesamt weltweit 110.000 Mitarbeitern angestellt. Trotzdem ist das Vertrauen in den Betrieb groß. Die machen sich viele Gedanken, die Kollegen, aber sie wissen auch, dass wir einen sehr guten Vorstand haben. Ja, wir hatten schon mal eine Krise, eine große, das war 2008, da haben wir auch den richtigen Vorstand. Und ich denke, wir werden auch diesmal das alles hinbekommen. Wir waren jetzt einige Stunden vor den Toren der BASF und sind auch mit vielen Mitarbeitern ins Gespräch gekommen. Hier sickerte gestern durch die Presse die Nachricht an die Mitarbeiter durch, dass es wohl Einsparungen bei der BASF geben soll. Heute Vormittag gab es dann auch eine Ansprache des Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller. Ihm schenkt man viel Vertrauen in diesen nicht so einfachen Zeiten für die BASF. Was wir dann heute immer wieder gehört haben, ja, es herrscht eine gewisse Verunsicherung im Werk hier in Ludwigshafen, aber wirklich akut Angst um ihren Job haben die allerwenigsten Mitarbeiter. Immerhin, in Ludwigshafen sind aufgrund einer Standortvereinbarung bis Ende 2025 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Und wir gehen weiter in das Thema rein mit Gunter Kollmus. Er ist der Bezirksleiter Ludwigshafen der Chemiegewerkschaft IG BCE. Erstmal einen schönen guten Abend Ihnen. Vor 2 Jahren, das war noch die Nachwirkung der ersten Corona-Welle, da nannten Sie es ein Fiasko, dass der BASF mal wieder nichts anderes einfällt, beziehungsweise dem Management, als Stellenabbau. Ist das jetzt ähnlich? Könnten Sie da Copy-Paste die Worte wiederholen oder sind die Vorzeichen andere? Also ich glaube mal, im Wesentlichen kann man die auch schon wiederholen. Natürlich ist es so, dass die Rahmenbedingungen jetzt von den Unternehmen erfordern, dass da eine Einsparung passiert. Das ist ja völlig klar. Aber dass jetzt auf eine temporäre Krise wieder mit einem dauerhaften Stellenabbau reagiert wird, das ist einfach erstmal so eine pauschale Antwort, die ich so einfach nicht nachvollziehen kann. Sie sind natürlich auch immer nah dran an den Beschäftigten. Haben Sie denn da schon Rückmeldungen, beziehungsweise wie ist die Lage? Was hören Sie aus dem Standort Ludwigshafen? Naja, also erstmal vor allem Verunsicherung, inwieweit denn jetzt die eigene Position betroffen ist, was das für das Unternehmen bedeutet. Und auch viel Frustration, weil die Unternehmen, das ist ja nicht die erste Veränderung, die das Unternehmen jetzt durch die Reihen treibt. Da passiert ja viel, auch schon seit Jahren. Und jetzt kommt wieder eine Veränderung und die Unternehmen oder die Beschäftigten haben überhaupt die Möglichkeit, sich mal zu etablieren, wieder in eine Routine hineinzukommen. Also da ist viel Frustration und Ärger dabei. Am Mittag hieß es von Betriebsrats- und Gewerkschaftsseite, man wisse ja auch selbst noch nicht, wie genau diese 500 Millionen Euro eingespart werden sollen. Haben Sie da jetzt schon weitere Informationen? Also es haben noch keine Gespräche stattgefunden, wir kennen keine Details in dem Zusammenhang und ich finde auch diesen Vorgang immer etwas kritisch, dass das Unternehmen in der Summe einfach mal eine Zahl raushaut, auch mit vielen Nullen da hinten dran und sich dann im Nachgang einfach überlegt und kommuniziert, was denn da jetzt eigentlich alles für Ideen dann dahinter liegen. Also das ist schon kritisch. Werden Sie das denn jetzt einfach so hinnehmen? Ich kann es mir kaum vorstellen. Oder wie werden Sie dann nun in den nächsten Tagen oder auch entsprechend Wochen agieren? Also werden wir auf keinen Fall so hinnehmen. Das hat ja auch der Vorsitzende Vassiliadis nochmal klar, auch über dpa auch nochmal kundgetan, dass da ein starker Widerstand auch drin ist, zumal das ja auch im Rahmen des Gaspreisdeckels, wo wir ja über die Gaskommission viel auch an Vorteilen für die Unternehmen bewilligt haben, das einfach zu einer denkbar unpassenden Zeit kommt. Von daher wird da schon ein erheblicher Widerstand von unserer Seite zu erwarten sein. Wie könnte der dann konkret aussehen? Also bedeutet das mit Beschäftigten in einen Warnstreik treten? Also streiken können wir ja erstmal nur, wenn wir in Tarifverhandlungen sind. Wir haben ja jetzt in dem Zusammenhang von der Gesetzgeber her gar nicht. Wir laufen ja dann auch schon, ja.
Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, schon über die Beschäftigten da die Stimmung auch entsprechend auch zu beeinflussen, hochzutreiben. Aber wir sind natürlich erstmal daran interessiert, in den Verhandlungen zu deutlich zu machen, dass das so nicht geht. Und wenn da eine einvernehmliche Lösung drin ist, dann ist es halt noch ein langer Weg der Verhandlung, was denn da jetzt passieren wird. Es ist natürlich relativ kurz schon nach der Ankündigung, dennoch natürlich auch immer wieder konstruktiv dann auch der Blick nach vorne. Was wäre denn Ihr Gedanke? Also wie könnte denn besser Geld eingespart werden als eben auch der klassische Hebel Stellenabbau? Naja, einmal muss man ja schon mal sagen, dass wir jetzt auch als Organisation viel dazu beigetragen haben über den Gaspreisdeckel, dass da das Unternehmen eine erhebliche Kostenansparung hat. Also von daher ist da im Rahmen schon mal viel getan worden. Für das Unternehmen selber, da kann ich nur auf die alte Weisheit zurückgreifen, wenn du schnell vorankommen willst, dann geh langsam. Für die Mitarbeiter übertragen heißt es, dass ich meine Mitarbeiter eigentlich erstmal unterstützen muss, um vernünftige Entwicklungen und Vorstellungen zu kriegen. Die Mitarbeiter machen schon viel, um den Prozess gut am Laufen zu halten. Und wenn ich gute Arbeitsbedingungen für meine Mitarbeiter habe, dann rentiert sich das auch langfristig in der Effizienz. Das hat der Standort bisher immer gut bewiesen. Und da ist die Ankündigung Abbau völlig kontraproduktiv und bewirkt genau das Gegenteil. Wir werden das Thema natürlich auch weiter verfolgen. Gunter Kollmus, danke Ihnen für das Gespräch. Ihnen weiterhin alles Gute. Gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.